Hallo und herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Zu einer neuen Ausgabe der Gothic. Nicht der Gothic 2 Mod, sondern. Ja, das ist Nummer 1, genau. Von Wir zocken noch. Gothic 3 Götterdämmerung. Mit meinem Kollegen Corgenson. Und ja. Glücklicherweise ist doch nicht die letzte Folge, meine letzte Aufnahme, sondern wir können weiterspielen. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß, dass ich habe Jorgenson nach meiner letzten Folge geschrieben, hier, es gibt ein Problem, ich könnte es nicht abgeben, wie sieht's aus? Vielleicht kennst du eine Lösung. Und er hat es wohl gelöst. Ich bin hochgradig stolz auf ihn. Ich bin gespannt, wie er es gemacht hat. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da auch ehrlich gesagt überraschen. Ich werde mir die Folgen genauso angucken wie ihr. Wir stehen kurz vor einem Level ab. Okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Drachenknochen. Reik aus Vengard will, dass ich ihm die Drachenknochen bringe, weil er befürchtet, dass Torus die Knochen für seine Pläne benötigt. Dazu muss ich mit Kendall in Faring über das weitere Vorgehen reden. Okay. Deshalb stehen wir vor Kendall. Ich mach mich mal auf den Weg. Besorgst du die Knochen? Das sage ich dir, wenn ich die fünf Schlüssel habe. Ich glaube, ich sollte den Dialog von vorne lesen. Ah, jetzt müssen wir irgendwelche Schlüssel besorgen. Wo bin ich hier überhaupt? Ah, Faring. Okay. Wir sind in Faring. Ich muss Schlüssel organisieren. Haben wir irgendwelche neuen aufregenden Special-Sachen? Wie hat er das denn gemacht? Wir haben noch alle Erzrohlinge und wir haben 25 magisches Erz. Wie hat er das denn gemacht? Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, er ist nach Faring, nach Monterra zu Khan gegangen und erstmal mit Khan gequatscht vielleicht, bevor er mit dem Soma gesprochen hat. Ich weiß es nicht. Warte mal. Jeder hat Probleme, ich auch. Hier. Ich hab die Dinger. Meine Finger, ich meine mein Erz. Jeder hat Probleme, ich auch. Da, bitte, danke. Tut mir leid, es ist ein alter Witz unter Schmieden. Vielen Dank. Was? Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Das ist ja. Meine Finger? Was ist das? Hä? Ich frag besser nicht. Ich bin gespannt, wenn Jorgen sonst, also wenn die letzte Folge rauskommt bei Jorgen sonst auf dem Kanal. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, aber ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, Mann. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Wir waren gerade. Okay, ich muss wohl Schlüssel organisieren. Na gut, dann rede ich mal mit dem hier. Wie komme ich an Kalifs Schlüssel? Pass auf. Kalif lebt in einem Haus in Fari, direkt neben dem See am Wasserfall. Er hat den Schlüssel in einem Busch hinter seinem Haus versteckt. Aber sei vorsichtig. Kalif handelt viel mit Jägern aus ganz Myrtana und er hält sich einige gefährliche Biester als Haustiere. Die Viecher leben in der Nähe des Busches und beschützen ihn. Wenn sich jemand anders als Kalif nähert, reißen sie ihn in Stücke. Du scheinst ein fähiger Kämpfer zu sein, aber sei trotzdem vorsichtig. Finde einen Weg an den Tieren vorbei, dann gehört der Schlüssel dir. Verstanden. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ja, ich habe den, glaube ich, schon mal. Hier hast du Kalifs Schlüssel. Sehr gute Arbeit. Die ganzen Schrammen, die du dir da eingehandelt hast, machen dir als Krieger wahrscheinlich gar nichts aus, oder? Wie komme ich an Kalis Schlüssel? Oh ja, Kalil handelt mit interessanten Waren. Und zwar? Frauen. Man sagt, jeder, der ihm einen Gefallen tut, verlässt sein Haus als glücklicher Mann. Drei seiner Frauen begleiten ihn überall hin. Ich weiß, dass eine von ihnen den Schlüssel hat. Welche die richtige ist, musst du allerdings allein herausfinden. Aber sei vorsichtig. Ich habe gehört, dass die drei ziemlich brutal sein können. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für mich? Naja, jedes der Mädchen hat eine Schwäche. Die eine mag Schnaps, die zweite Sumpfkraut und die dritte gutes Essen. Kalil hat ihnen versprochen, sie immer gut mit allem zu versorgen. Aber er gibt ihnen nur kleine Rationen, sodass sie ständig mehr wollen. Das ist auch der Grund, warum sie bei ihm bleiben. Ja, kann sein. Wie komme ich an Kadims Schlüssel? Oh, Kadim, das wird schwierig. Er ist ein ausgesprochen misstrauischer Mann.
Seit ich den Schlüssel für ihn gefertigt habe, lässt er sein Haus von zwei Männern bewachen. Und der Schlüssel ist im Haus versteckt? Naja, nicht so wirklich. Kadim trägt ihn immer bei sich. Du musst erst die Wachen loswerden und dann den Schlüssel aus Kadim rausprügeln. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Eins noch. Leg dich nicht mit den Wachen an. Wenn die Wachen zu Schaden kommen, wird sich das überall rumsprechen und du landest im Knast. Okay. Das ist ja mal wieder typisch. Wie komme ich an Kaifs Schlüssel? Das dürfte nicht ganz einfach werden. Kaifs Geschäft ist es, die wichtigen und auch wertvollen Geheimnisse mächtiger Leute zu schützen. Zu diesem Zweck hat er Trolle gezähmt. Sie bewachen Höhlen. Die Trolle verkauft er dann an seine Kunden. Im Moment hat er drei Trolle, die er weit ab der Stadt versteckt hält. Er hat seinen Schlüssel an einen der Trolle verfüttert. Du wirst die Biester also umhauen müssen, um an den Schlüssel zu kommen. Na gut. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ach ja, das wollte ich ja schon die ganze Zeit fragen. Was genau ist eigentlich deine Mission? Das sage ich dir, wenn ich dir alle Schlüssel gebracht habe. Wie komme ich an Katsus Schlüssel? Auch das wird keine leichte Angelegenheit. Katsus Ehe ist vollkommen in die Brüche gegangen, also hat er sich bei einer anderen Frau Trost gesucht. Er hat ihr ein Haus gekauft und besucht sie dort regelmäßig. Wer ist diese andere Frau? Ich weiß nicht, aber ich habe gehört, sie soll in einer anderen Stadt ein Wirtshaus führen. Aha, und sie hat den Schlüssel. Genau. Du siehst also, die Sache wird nicht einfach. Du musst außerdem sehr vorsichtig sein. Diese Frau darf auf keinen Fall zu Schaden kommen. Du wirst ihr den Schlüssel also abnehmen müssen, ohne dass sie es bemerkt. Bedrohst du sie, wird das nur die Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Und das können wir ganz und gar nicht gebrauchen. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Oh, den haben wir schon. Hier hast du Kasus Schlüssel. Ausgezeichnet. Und die Frau? Keine Sorge, ich habe ihr kein Haar gekrümmt. Sie hat nicht mal mitbekommen, dass der Schlüssel verschwunden ist. Okay, 2 von 3 haben wir schon mal abgegeben, wie es aussieht. Wollen wir den Mühlenstein heben? Das ist zu schwer für mich. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Haben wir sowas noch wie Gruppenhypnose? Shit, wir haben nur einen Schlafzauber. Gut, wir haben noch Angst im Zweifel. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. So, ich glaube, ich muss hier rein, ne? Um den dritten Schlüssel zu holen. Halt! Du darfst hier nicht rein. Was willst du? Ich möchte zum Händler. Was willst du von ihm? Wir sind alte Freunde. Los, verschwinde! Sonst setzt was! Ich hoffe, das erledigt sich. Hast du die hübschen Mädchen dort drüben gesehen? Ja, warum? Sie haben Informationen für deinen Herrn und sie haben mich geschickt, sie ihm zu geben. Warum geben sie sie ihm nicht selbst? Sie sind etwas schüchtern. Halt! Keinen Schritt weiter. Besorge Frauen für Kadims Wachen. Das kann ich nur. Oh. Komm mit. Frauen heißt 2, oder? Komm mit. Das ist doch so geil. Gehst einfach in der Stadt zu irgendeinem Mädel hin und sagst einfach, komm mit. Einfach so. Halt! Keinen Schritt weiter. Hier sind wir. Vielleicht solltet ihr 2 mal zu ihnen gehen und mit ihnen reden. Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Klingt gut. Gehen wir mal rüber. Ja. Was? Wer bist du? Wo sind meine Wachen? Oh, bei Inos. Halt die Klappe. Ich will nur den Schlüssel zur Truhe der Assassinen, mehr nicht. Wenn du ihn mir gibst, muss ich dir auch nicht wehtun. Oh, schon gut. Hier, nimm ihn. Danke. Ich brauche Informationen. Lüg mich nicht an. Was schaust du so? Ich hab nichts, was dich interessieren würde. Hast du schon mal mit den Orks Geschäfte gemacht? Orks? Warum willst du das wissen? Los, verschwinde, sonst rufe ich meine Wachen. Zeig mir deine Waren. Nein, es ist alles ausverkauft. Und ich habe geschlossen. Und mir geht es nicht gut. Und, lass mich einfach in Ruhe, ja? Komischer Typ. Aber er hat mir den Schlüssel ohne Gewalt überlassen. Nett. So, hier haben wir nochmal einen Dietrich. Okay. So, den Schlüssel haben wir schon mal. 3 haben wir jetzt. Hier hast du Kadims Schlüssel. Sehr gut. Kümmern wir uns jetzt um den nächsten Schlüssel. 2 sind jetzt noch offen. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesen Schlüsseln auf sich hat, aber... Ich habe auch jetzt keine Zeit, groß drüber nachzudenken, weil ich habe schon 10 Minuten meiner Folge jetzt schon rum. Das ist eine Faring-Quest, ja.
finde Kaifs Schlüssel irgendwo vor der Stadt. Trolle irgendwo vor der Stadt versteckt. An einem ihn, von ihm hat er den Schlüssel verfüttert. Muss da aufpassen, von den Trollen nicht von den Beinen gehauen zu werden. Und Khalils? Da jede der drei Frauen eine Schwäche hat. Wer ist denn Khalil? Muss erstmal einen Typen namens Khalil finden. Khalil ist Katsus? Kaif? Bolt? Hallo. Willst du mal einen Blick auf mein Angebot werfen? Dann zeig mal her. Der handelt gar nicht mit Trollen, das ist voll der Beschiss. Ach, das war der Typ, den ich hätte umbringen sollen. Ursprünglich. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Tja, drei Trolle irgendwo vor der Stadt versteckt. Ey. Das ist, um ist auch so eine Aussage. Als Schmied hat man auch nie seine Ruhe. Tja, irgendwo vor der Stadt versteckt. Na toll. Das ist super. Komme ich eigentlich hoch zum Pass? Ja, ich weiß gar nicht. Hat das Jorgenson schon mal ausprobiert? Ich weiß nicht. Ich schaue einfach mal nach. Gucken wir mal, ob hier einer der Assassinen rumtingelt. Diese drei Frauen, also das habe ich auch irgendwie noch nicht so kapiert, wer das ist. Die müssen aber alle wahrscheinlich hier irgendwo in Faring sein. Ich weiß noch nicht genau, was es mit den Schlüsseln auf sich hat, aber ich werde es wohl rausfinden. Es geht wohl um irgendwelche Knochen von Drachen, wie ich das am Anfang gelesen habe. Und die soll ich zu diesem Kendall bringen oder zu Torus? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, auch egal. Hier ist irgendwie nichts mehr. Haben wir hier eine Höhle? Waren wir denn schon mal hier? Also ich nicht. Aber der Kollege, ja, der Kollege war schon hier. Okay, gut, da werde ich mir jetzt hier nicht die Zeit nehmen, hier weiter zu gucken. Ich denke, da wird er sich auch hier sonst noch irgendwo umgesehen haben. Und die ganzen Pflanzen hat er wahrscheinlich auch alle gelootet, wie es aussieht. Tja, hier ist einfach Ebbe. Hier ist einfach dicht gemacht worden. Naja. Ja, Jorgenson war hier schon überall. Okay, gut. Dann schaue ich mich jetzt hier nicht weiter um. Dann, gehe ich wieder runter. Oh, oh. Ach, gut. Ich dachte kurz. Wobei, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich vielleicht nochmal in der Burg erstmal gucken sollte, ne? Oh, warte mal. Winner, Winner, Chicken Dinner. Muss meine Kill-Statistik ein bisschen aufwerten. Alter, irgendwie, ich weiß nicht, heute läuft das Spiel irgendwie ein bisschen laggy. Habe ich so das Gefühl. So, du hast eine Menge Gold. Druidenstab, dann verkaufe ich mal den Magierstab. So, das kann alles weg, glaube ich. Zack, Bolzen können weg. Die Axt kann weg. Ich denke mal, wobei, nee, ich glaube, das können wir mal schon noch behalten irgendwie. So als Sammlung. Okay, komm, 3000 Gold. Ich hoffe, das erledigt sich von selbst. Das hätte er doch besser wissen müssen. Schwere Nordmar-Rüstung. Wir haben, glaube ich, jetzt schon die beste Rüstung im Spiel. Also, irgendwie glaube ich nicht, dass es jetzt was bringt, sowas zu kaufen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, wir haben schon die Late-Game-Rüstung. Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Lass uns kurz in Ruhe reden. Ach, das sind denen ihre Wachen. Die sind jetzt hier unten, Alter. Okay. Der letzte Scheiß. Drei Trolle vor der Stadt, hat er gesagt. Wer ständig alles rum erzählt, darf sich nicht wundern. Mana-Regeneration, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Du bist ja da, aber sehr sicher. Aber okay, das lassen wir mal. Tja, ich glaube, einer von diesen Assassinen sitzt hier oben in dieser Bude. Das ist der hier, glaube ich. Ah, jetzt darf ich hier rein. Okay. Hallo, werte Dame. Ja. Ich suche Informationen.
Tun wir das nicht alle? Oh ja, das tun wir. Sehen die Orks heute nicht hübsch aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Schlüssel hast. Kannst du mir sagen, wer von den anderen beiden ihn hat? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hör zu, wenn du mir hilfst, springt auch was für dich raus. Ich will nur wissen, welche von euch dreien den Schlüssel zur Truhe der Assassinen hat. Oh, das weiß ich. Das kann ich dir sagen. Aber erst will ich etwas Sumpfkraut. Ohne fällt mir das Denken immer so schwer. Verstehe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hier, bitte. Ah, das ist aber nett von dir. Wer bist du? Ich habe dich nach dem Schlüssel gefragt. Oh, warum sagst du das nicht gleich? Alter. Also, ich habe ihn nicht. Hallo, werte Dame. Ich bin keine werte Dame. Was willst du? Ich suche Informationen. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Worum geht es? Ich will wissen, welche von euch den Schlüssel hat. Was für einen Schlüssel? Na, den Schlüssel. Wovon redest du? Was für ein Schlüssel? Der Schlüssel zu meinem Zimmer oder was? Der Schlüssel für die Truhe der Assassinen. Ah, verstehe. Wenn ich dir das sage, will ich erst etwas Schnaps haben. Also, rück schon raus mit dem Zeug. Hier, bitte. Also, wer von euch hat den Schlüssel? Ich hab ihn nicht. Wer von den beiden anderen ihn hat, musst du schon selbst herausfinden. So, und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Also man kann sagen, was man will, aber das ist eine gute Voice-Actorin. Geh jetzt besser. Was? Ah ne, Janelle muss ich noch, ja. Hallo, werte Dame. Oh, ein Krieger. Wenn du willst, bin ich jederzeit deine werte Dame, Süßer. Klingt verlockend, aber ich habe einen wichtigen Auftrag. Oh, ein Auftrag. Willst du mich erobern, mein süßer Orkschlechter? Im Moment nicht, nein. Also, was willst du dann, du Dürrerwicht? Alter, was sind das? Okay, der Dialog ist irgendwie crazy. Ich bin auf der Suche nach dem Schlüssel für die Truhe der Assassinen. Wenn du ihn mir gibst, zeige ich mich auch erkenntlich. Ich habe Hunger. Was hättest du denn gern? Was ich gern hätte? Na, was zu essen natürlich. Bring mir 5 Stücke Fleisch, dann bekommst du den Schlüssel. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Hier ist dein Fleisch. Hier hast du den Schlüssel. Und komm gefälligst erst wieder, wenn du einen besseren Auftrag hast. Verstanden? Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, die Folge. Bruder muss los. Okay, also Khalil haben wir um Kaif, ja, das mit den Trollen vor der Stadt halt, ne? Ich bringe den Schlüssel erstmal zu dem anderen Dude und schließe die Quest erstmal ab. Dann, ja, und dann gehe ich mal vor Faring und suche mal nach Trollen. Ich wüsste halt gar nicht, wo man 3 Trolle verstecken will. Also, mir fällt gerade auch gar keine Höhle ein, die hier irgendwie passen könnte dafür. Besorgst du mir jetzt die Schlüssel oder was? Entspann dich mal, Junge. Hier hast du Khalils Schlüssel. Ausgezeichnet. Ich dachte schon, du wärst den 3 Damen verfallen. Du hast ja nicht mal einen Kratzer abbekommen. Irgendwie schade. Was ist das hier, ey? Oh Mann, ey, das ist Creeptana, ey. Das ist nicht mehr Myrtana, das ist Creeptana, ey. Boah, ich weiß nicht, anders kann ich es nicht beschreiben. Ich werde jetzt erstmal, zack, den Teleport nutzen. So. Trolle suchen. Tja, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Trolle suchen. Wo könnten hier jetzt sich 3 Trolle verstecken? 3 Trolle. Also hier waren immer Trolle. Ach, guck mal. Ich glaube, das ist einer von denen, oder? Ach, da ist er. Perfekt. Ach, die anderen 2 sind schon tot.
Ich glaube, die hat Jorgensson schon erledigt. Also muss er ja. Interessant. Gut, dann haben wir alle 5 Schlüssel organisiert, wie es aussieht. Das in 20 Minuten. Wunderbar! Ja, ich würde ganz gerne noch Lernpunkte für diesen Klingenstab ausgeben, ehrlich gesagt. Ich hätte Bock auch noch, dass wir so einen Klingenstab tragen. Dann wäre das, glaube ich, ganz sweet. Sieht so komisch aus, so ein Dude in so einer fetten Rüstung mit krassem Helm und dann mit Magierstab. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber es ist gut, dass er die Rüstung gekauft hat, weil ich glaube, die werden wir für einen Endkampf brauchen. So. Hier, da hast du Kaifs Schlüssel. Ich hoffe, du hast das Ding vorher abgewaschen. Gute Arbeit. Jetzt kann ich die Schlüssel zusammenfügen. Hier, nimm den Schlüssel und bring mir die Artefakte aus der Truhe. Wo finde ich die Truhe? Sie steht in der Höhle am Weg, der von hier aus in Richtung Faring führt. Okay, dann kannst du mir jetzt auch was über deine Mission verraten. Hä? Also? Ich will ganz Myrtana Frieden bringen. Oh, das hört sich wunderbar an. Viel Glück dabei. Danke. Allerdings brauche ich für diese Mission die Drachenknochen. Ich kann sie dir leider nicht geben. Was? Nein! Du spinnst wohl! Die gehören mir! Tut mir leid, aber es geht wohl nicht anders. Es ist zum Wohle Myrtanas. Mir doch egal. Du hast versprochen, mir die Knochen zu besorgen. Das war gelogen. Du Dreckskerl! Mich so zu hintergehen! Ich habe für diese Mission getötet. Warum sollte ich nicht auch für sie lügen? Oh nein! Du bist der, von dem man in letzter Zeit ständig hört, oder? Der Krieger, der die ganzen Orks und Menschen getötet hat. Es heißt, du sollst sogar Xardas umgelegt haben. Hör zu. Bitte. Verschone mich. Ich wusste ja nicht, wer du bist. Ich will dich nicht... Bitte, ich flehe dich an. Halt endlich die Klappe, sonst hau ich dich wirklich um. Okay, schon gut. Und verrat niemandem, dass du mich getroffen hast. Nein, ganz bestimmt nicht, danke. Gut, ich geh dann mal. Ich werde da jetzt kein weiteres Wort drüber verlieren, aber was mich gerade verwundert hat, er hat gesagt, auf dem Weg Richtung, von hier aus Richtung Faring? Hä? Aber wir sind doch in Faring, oder was? Welche Truhe meint er jetzt? Das ist jetzt halt die große Preisfrage. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das ist jetzt die große Preisfrage. Meint er die Höhle hier? Alter. Irgendwie, ich weiß nicht, heute läuft das Spiel irgendwie ruckelig. Weiß nicht, was da los ist. Die Truhe der Assassinen. War das die hier unten? Ah! Oh, fuck! Ja. Ich hab nicht gespeichert, Bruder. Ich bin so tot. Ja. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Die spawnen einfach so. Zack. Sind sie da. Und hauen dich weg. Ey, oh, das. Ich fass es nicht, Mann. Ich fass es einfach nicht. Oh, ey. Das regt mich auf, ey. Oh Mann, warum hätten die nicht einfach direkt vor der Kiste spawnen können? Hätte ich die ja wenigstens gesehen, aber die spawnen einfach direkt neben mir und töten mich halt einfach, ohne dass ich eine Chance habe, dagegen was zu machen. Mann, ist das affig. Na gut. Das ist jetzt die Quittung dafür, dass ich nicht gespeichert habe. Ich überspringe jetzt natürlich die Dialoge alle, das werden wir uns jetzt nicht nochmal anhören. Mann, aber gut, die Truhe der Assassinen ist da wohl halt da drin tatsächlich. Mann, ey. Was ist das für ein Game Design? Ich meine, okay, dass es da so eine Überraschung gibt, alles klar, aber die spawnt direkt neben mir, die Überraschung, und greift direkt an, ohne dass ich eine große Chance habe, was zu machen gegen. Ich erinnere mich an Gothic 2, da gibt es im Minental so eine Höhle, ne, vorm neuen Lager, im Schnee, wenn du da reingehst, eine Truhe öffnest, dann spawnt ein Ork. Außerhalb der Höhle, nicht direkt neben dir. Aber das ist was anderes. So, jetzt überspringe ich das hier alles. Ja, dies, das, Ananas. Ich will das halt schon noch erledigen. Also, ich bin jetzt motiviert, das durchzuführen, durchzuziehen. Da runter zu gehen und... Ja, zu gucken, was da jetzt abgeht, ne? Was da jetzt Phase ist. Okay. So, erstmal Fleisch.
und Mana. Ich denke, hier ist ein guter Speicherpunkt. Je mehr Hilfe ich habe, desto besser. Die spawnt direkt neben mir. Das ist so affig, ey. Alter, was? So nicht. Okay, die sind da irgendwie festgebackt. Warum auch immer. Ist mir eigentlich auch egal. Die hängen da irgendwie fest. Soll mir recht sein. Okay. Also die haben irgendwie zwei Schläge gerade rausgeschmissen und ich war fast tot. So, mein Skelett scheint da auch gegen das Vieh klarzukommen. Meine Güte. Ja, die ganzen Knochen. So, was muss ich jetzt mit den Knochen machen? Verschwinde. Wir speichern hier erstmal. Was ist jetzt meine Mission mit diesen Knochen? Die muss ich nach Gotha bringen, ne? Drachenknochen. Reik aus Vanguard will, dass ich ihm die Drachenknochen bringe, weil er befürchtet, dass Torus die Knochen für seine Pläne benötigt. Dazu muss ich mit Kendall in Faring weiter. Okay, cool. So, alle? Ja, machen wir. Auf nach Gotha. Das schaffe ich sogar noch in der Zeit. Geil. Haben wir richtig viel geschafft heute. So, wer ist aber jetzt dieser Typ? John? Vanguard? Wie hieß der? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, weil der... Reik. Okay. Reik. Wer ist Reik? Sonja. Krieger. Komm, den finden wir jetzt noch. Das schaffen wir. Bist du der Reik? Ey, du bist ein Krieger. Wahrscheinlich dann eben eher oben in der Burg. Okay. Okay, gehen wir mal hoch. Oh, war Mist, aber Reik könnte auch genauso gut einer von den Truppen unten am Feldlager sein. Da stand ja nur, dass der aus Gotha ist, nicht wo der zu finden ist. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Tawin, Krieger, Orkjäger, Waffenhändler. Es gibt doch nur wieder Ärger. Nur mal kurz Luki machen, ob der was Interessantes hat. Was kann denn schon so, du warst dieser Schrumpfkopf-Dude. Ich weiß. Lass mich! Okay, Mist, ich glaube, das ist einer, der unten im Feldlager ist. Was kann denn schon groß passieren? Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich will. Und es kommt noch schlimmer. Dazu bist du. Nein, dazu fehlt. Okay, warte, das können wir aber. Nur. Perfekt, jetzt können wir auch magische Kraft aus mir selbst ziehen. Ich will magische Kraft aus mir selbst ziehen. Problem. Nur weiter so. Okay, jetzt haben wir Mana-Regeneration gelernt. Super. Das war vielleicht sogar eine sinnvollere Investition. So, wo ist jetzt dieser Reik? Der wird wahrscheinlich unten im Feldlager sein. Da muss ich mich jetzt sputen, dass ich den Dialog jetzt abschließe. Ich bin so gespannt, wie Jorgensen das Problem aus meiner letzten Folge gelöst hat. Mit diesem Soma. Das scheint wohl irgend so ein Bait gewesen zu sein. Bin gespannt, wie er das gemacht hat. So, erfahrener Rebell. Bran, Galin. Wer von euch ist Reik? Gotthard. Gotthard, das finde ich ein sehr cooler Name übrigens. Gibt's auch, glaube ich, eine Band, die so heißt. Reik. Machst du gern Spaziergänge, bevor du dich um deine Aufgaben kümmerst? Los, an die Arbeit. Interessante Rüstung. Hier, da hast du die Knochen. Ausgezeichnete Arbeit. Das wird Toros Plänen hoffentlich einen Dämpfer verpassen. Du hast deine Aufträge gut erledigt. Eines Tages wirst du ein großer General sein. Vielleicht sogar ein König. Oder auch nur ein Gehilfe. Aber bevor das passiert, musst du erst zu Gorn und ihm Bericht erstatten. Gut, verstanden. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Melde dich bei Gorn. Oha, ich glaube nicht, dass das drin sein wird. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das gehen wird. Können wir zu Gorn? Also, weil die Wache lässt mich ja eigentlich nicht rein, oder?
Ich glaube nicht, dass ich zu Gorn komme. Doch! Oh doch, jetzt kann ich zu Gorn. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das überlasse ich Jorgenson. Der spricht mit Gorn. Nee, komm, das machen wir jetzt noch. Die 2 Minuten habe ich jetzt noch. Moin, alter Kumpel. Na, du altes Schlitzohr? Hast dir mal wieder jede Menge Ärger eingebrockt. Und ich muss den Kahn wieder aus dem Dreck ziehen, wie? Bei Inas, du! Ich glaub's nicht. Komm, lass uns ein paar Orkschädel spalten gehen. Obwohl, lass uns erst was essen und ein wenig feiern. Ha, wie ich sehe, hat sich der große Gorn kein Stück geändert. Nein, das hat er nicht. Wo hast du dich denn die ganze Zeit rumgetrieben? Ein paar von uns dachten schon, du wärst tot. Ich war ein bisschen unterwegs. Es ist auf alle Fälle schön, dich wiederzusehen. Es hieß, Xardas hätte dich alle gemacht. Nein, hat er nicht. Was ist denn aus ihm geworden? Hattest du was mit seinem Verschwinden zu tun? Wie kommst du denn auf die Idee? Ich komme aus Silden. Ah, Inok. Wie ich höre, hat er ein paar Probleme mit den Orks. Ja, und er behauptet, du wärst schuld daran. Was? Seit du Taurus angegriffen hast. Hey, ich hatte keine andere Wahl, als Taurus anzugreifen. Wieso das? Während du mit Xardas Verstecken gespielt hast, musste ich mich um das Wohl Myrtanas kümmern. Und Taurus hat irgendeinen Plan ausgeheckt, um die Macht an sich zu reißen. Bist du dir da sicher? Klar bin ich mir sicher. Ich habe überall in Myrtana Leute. Und die haben mir alle das Gleiche berichtet. Kann man den Leuten trauen? Ach, überzeug dich doch einfach selbst. Wie soll das gehen? Sprich mal mit einem der Wassermagier. Warum? Er hat öfter Informationen für mich. Taurus sucht nach Drachenknochen. Und der Wassermagier dürfte den Grund dafür kennen. Wo finde ich ihn? In der Höhle, wo früher Okara war. Ah ja. Also erzähl mal, was führt dich zu mir? Raik schickt mich. Er will, dass ich dir Bericht erstatte. Ah, Raik. Ein fauler Hund, aber ein guter Soldat. Worum geht es? Ich soll dir sagen, dass wir so viel Artefakte wie möglich gesammelt haben. Außerdem haben wir den Verräter Lazarus erledigt. Lazarus? Tja, die Zeiten sind hart ach, vergiss es. Ich hoffe, du hast den Penner ordentlich platt gemacht. Oh ja, den konnte man danach mit einer Schaufel vom Boden kratzen. Sehr gut. Okay, der Dialog ist cool. Ja, ich speichere jetzt hier und übergebe an Jorgenson. Bleibt gesund, haut rein, bis zur nächsten Folge. Morgen 20 Uhr bei Jorgenson reinschauen und ciao.